Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind hier jetzt in Neon. Wir müssen einiges an Sachen hier verkaufen, ein bisschen loswerden. Und es wird zwar allgemein spekuliert, dass die Handelsaufsicht regelmäßig an Schmuggelei und Diebstahl beteiligt ist. Doch das lässt sich nicht beweisen. Die jüngsten Ermittlungen fußen vor allem auf den Aussagen dreier Augenzeugen. Alle drei haben ihre Aussage jedoch zurückgezogen. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Okay, ja, die Handelsaufsicht, die hat, die macht ja immer Probleme. Hier haben wir sie schon wieder. So, mit dem konnten wir ja handeln. Wenn es zu heiß für dich ist, wenn du was transportieren willst, bist du hier richtig. Ja, lass uns handeln. Dein Geld nehme ich immer gern. Ja, hat der irgendwas Gutes denn? Das würde ich gerne wissen, ob der irgendwas hat, was mich interessiert. 11.000 hat er auf jeden Fall. Aber bisher eher weniger. So. Anzüge. Entdecker, Kopfgeldjäger, Söldner. Sieht auch nicht schlecht aus. Wrecker Allianz. Und Deep Wrecken. Entdecker hätten wir hier wieder. Das. Im Grunde. Ah, so, okay, da haben wir's. So, Helme, Entdecker, Tracker Allianz und Bodencrew. So, sonst hat er hier nichts Besonderes, ne? Okay, dann können wir ihm den ganzen Stuff, den wir haben, den wir nicht brauchen, verkaufen. Hier den. Können wir wegmachen. Dann haben wir hier nichts mehr, aber aus dem Schiff können wir noch einiges ihm andrehen. Das hier zum Beispiel. Das. Die Dinger. Okay. Können wir doch nicht mehr so viel andrehen. Okay, den haben wir fertig, den Händler. Wenn du noch was findest. Bring es mir gern vorbei. Jo, gehen wir zum nächsten. Komm, einmal zu Sieghardt. Ich habe reichlich, falls du etwas nicht findest. Klar! Ja, zeig mal her, was du hast. Waffen, Anzüge. Was hat er hier? Bodencrew, Entdecker, Heathenwater, Navigator. Jein. Cobwear. Businesskleidung. Das sieht auch nicht schlecht aus. Strel Lounge. Der sieht cool aus, finde ich. Kopfbedeckung Demos. Achso, hier die Mützen. Okay, Masken können wir auch hier anziehen. Ja, okay. Wenigstens hat er 5.000 für uns. Das heißt, ein bisschen können wir ihm ja andrehen. 170, haben wir noch irgendwas für 170? Hier vielleicht irgendwas für 170. Für 150 hätten wir das. Dann noch für 20, glaube ich, hätten wir nichts mehr, oder?
Ja, gehen wir zum nächsten. So, das wäre dann wahrscheinlich... Na, nicht Stroud und Eklund. Du bist bei der Vanguard, stimmt's? Danke für deine Dienste. Jojo, keine Ahnung, wer das war, aber jo. Terrorbrew nicht. Gelbeck. Ich wollte professionell kochen, nicht sowas. Einer glaubwürdigen Quelle zufolge haben die Freestar-Miliz und die UC Marines sich zusammengetan, um eine Gruppe von... Ich bin immer noch überladen. Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker im Weltraum leben. Sowohl die Hotel ist es auch nicht. Früher hatte ich noch meinen richtigen Job. Wo kann ich noch... Mining League, hier. Hier können wir noch was verkaufen. Hier können wir noch ein bisschen Geld verdienen bei ihm. Ich bin schon gespannt, wie das nicht vergessen. Wir, aber sicher doch. Jojo, der hat zumindest auch um die 5000, warte mal. Waffen hat er nur einen Cutter. Anzüge, Tiefminen, Daimos, Tiefminen und nochmal Tiefminen, Kleidung, Arbeiter, Arbeiter blau-grün, Arbeiter braun, Arbeiter grau, Techniker grau, Arbeiter grau, Argos mit Jacke. Ja, gut, dann. Weißt du das? Wir verkaufen das alles aus. So, und von hier. So, haben wir noch was für 500? Für 184? Hier nichts? Ach komm, den. Für 32 müssen wir auch noch irgendwo was finden. Ressourcen kommen. 21 und 11. Passt. Leb wohl. Und erzähl ruhig rum, dass wir jede Menge Mining ausrüsten. Ja, ich erzähl rum. Keine Sorge. Machen wir. Ich muss sowieso erstmal alles hier verkaufen. Irgendwo loswerden. So, Freestar Rangers. Hier können wir nichts verkaufen. Hast du denn nichts Besseres zu tun? So, hier noch ein Händler. Hallo, willkommen bei New Worlds. Sag Bescheid, wenn du etwas willst. Ja, alles gut. Warte mal, was hat er so im Angebot? Nope. Business-Kleidung wieder. Urban Astral Lounge. Ich bin wirklich am Überlegen, die Dings Astral Lounge Kleidung dazu nehmen. Hier haben wir wieder ein Kleid, schönes. So, fangen wir erstmal mit den Waffen an. Der hat genau 5000, der Dude. So. Den können wir noch andrehen. Wir haben echt so viele Waffen hier. Die 153 haben wir, glaube ich, nichts mehr, oder? So. Pass da draußen auf dich auf. Ja, mache ich.
stell mir gerade die Frage, wo können wir noch verkaufen? Hier, bei ihm können wir noch verkaufen. Hat Warlord sich in die Hose gemacht, als du ihn bedroht hast? Danke, dass du Styx sauber gemacht hast. Man sieht es ihm nicht an, aber er freut sich. Wie geht es Styx? Guck ihn dir doch mal an. Er sah nie besser aus. Ich habe ihn neu lackiert, ein paar Dellen im Chassis ausgebeult und ihm ein Firmware-Upgrade verpasst. Alles dank dir. Hey, ich weiß, dass es lächerlich ist, sich wegen der alten Blechbüchse so zu freuen, aber er ist immer noch mein einziger Freund. Wobei, da fällt mir auf, nachdem du mir so sehr geholfen hast, habe ich wohl einen neuen Freund. Und du bist immer willkommen. Jo, danke schön. Das geht mich vielleicht nichts an, aber was mit deinem Auge passiert? Das ist kein großes Geheimnis. Ich habe es als Freestar-Soldat im Koloniekrieg verloren. Ich war Fußsoldat, Infanterist im Nahkampf. Lief auch ziemlich gut. Bis irgendwann eine EM-Waffe unseren Transporter erwischt hat. Sie haben mich zwar aus dem Wrack gezogen, aber eben ohne Auge. Ich hatte noch Glück. Die meisten Soldaten sind bei dem Absturz gestorben. Okay, wie haben du und Styx eigentlich zusammengefunden? Vor ein paar Jahren hat so ein Typ bei mir massig Schulden gemacht. Tausende von Credits. Aber immerhin hat er regelmäßig Raten abgestottert. Irgendwann kam aber nichts mehr, weil er sich nämlich mit einem Aurora-Dealer angelegt hatte und von der oberen Plattform gefallen ist. Weil ich nachweisen konnte, dass er Schulden bei mir hatte, überließ mir die Stadt sein Eigentum. Einen Lagercontainer. Und was war da wohl drin? Ich habe ein paar Monate gebraucht, um die Teile zu finden, aber ich finde, ich habe Styx ganz gut hingekriegt. Ja, und warum machen die Leute dir wegen Styx das Leben schwer? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber dank meiner schillernden Persönlichkeit finde ich nicht so leicht Freunde. Ich unterhalte mich also sehr oft mit Styx und Model A-Roboter sind nicht sonderlich gut auf Smalltalk programmiert. Kurz gesagt, ich rede mit einer Maschine und wirke, als wäre ich verrückt. Scheiße, vielleicht bin ich's auch. Ja, die meisten Leute, die sagen, die sind verrückt, sind es in den meisten Fällen nicht. Du willst es jemandem zeigen, was? Ja, boah, der hat sogar 13.000. Warte mal, was? Ah, komm, so. Okay, Waffen brauche ich ja von ihm eigentlich eher nicht. Kann ich aber ihm den ganzen anderen Scheiß hier verkaufen, andrehen. Oder vielleicht auch nicht. Die Tür ist da drüben. Hat er nicht gesagt, er hat das Stück sauber gemacht? Tödlich Sicherheitsscan abgeschlossen. Bedrohung maximal. Einen schönen Tag. Wie fühlst du dich jetzt, da du wieder sauber bist? Wo ist er sauber? Ihre Anfrage ist leider ungültig. Neon Tactical handelt mit Waffen und Panzerung für Kampfeinsätze. Putzmittel und weitere Haushaltsartikel erhalten Sie bei anderen Händlern. Was ist deine Beziehung zu Rennick? Frank Rennick ist der Besitzer von Neon Tactical. Meine Hauptfunktionen sind Schutz und Sicherheit. Auf Wiedersehen. Okay, ich glaube, hier können wir nicht mehr weiterverkaufen. Dann müssen wir jetzt wieder weiterziehen. Wir haben so viel Krams. Wir müssen wirklich irgendwie zusehen, dass wir das alles verkauft bekommen. Dass wir unser Inventar mal leer bekommen. Vom Raumschiff. Wir können das ja schlecht immer mit uns rumschleppen. Aber dann können wir vielleicht nach Aquila City einmal gehen und dort auch nochmal gucken, dass wir da ein paar Läden finden, wo wir verkaufen können.
Was ich mich eigentlich frage, wenn wir hier den Planeten mal aber genauer ansehen. Das ist alles eigentlich rein Ozean. Das ist alles rein einfach ein reines Ozean hier. Wo sollen Flora und Fauna stattfinden? Also zumindest Fauna. Hier ist alles. Ernsthaft, wo soll man hier landen können, so abgesehen jetzt von dem anderen da? Ich kann hier nirgendwo irgendwo Landmasse erkennen. Das ist ja ein einziger Ozeanplanet. Hier kann man einfach gar nicht. Woher soll dann eigentlich Sauerstoff herkommen hier auf dem Planeten? Wenn wir da unten links gucken. Woli Alpha Planet 21% Sauerstoff. Von wo kommt das? Von wo kommt der Sauerstoff her? Wir sind im Orbit. Ich bin süchtig danach. Kann man so vielleicht irgendwie erkennen, wo noch eine Landemöglichkeit gibt's? Also bisher sehe ich jetzt nichts dergleichen. Aber okay, wir fliegen jetzt mal nach Cheyenne wieder. Cheyenne, da oben. Wo war... Aquila City hier. Na, aber echt, Woli, das finde ich schon sehr interessant, wo da hier der Sauerstoff herkommen soll. Also, weil es einfach rein ein Ozeanplanet ist. Vielleicht unter Wasser, aber... Naja, okay, Und da frage ich mich dann eigentlich auch, wie haben die es dann geschafft, die Plattform da irgendwie aufzusetzen? Achso, der hier ist leer. Der hat nichts. Der Rat der Gouverneure trifft sich immer hier in Aquila City. Okay, gut, Zu mir kommen alle möglichen. Erledige deine Geschäfte am besten schnell. Ja, ich zeig's dir einfach, statt es aufzuzählen. Ja, mal gucken. Was hat er hier für Anzüge? Naja, den Deep Recken will ich nicht. Sternvagabund oder. Nee. Nee,
bisher... Nee, nix. Ich bin irgendwie sehr... Ja, wie soll man sagen? Sehr unzufrieden mit dem, was die hier oft verkaufen. So, hier kann ich nichts mehr verkaufen. Hier, den hier kann ich noch verkaufen. So. Der ist jetzt auch pleite. Wir müssen klüger sein. Cleverer mit den Ashtar umgehen. Hier haben wir nochmal jemanden. Wenn du mich fragst, ist es Gesetzlose, Ashtar, die Banditen von der Shore-Bande. Ja, hier kann es gefährlich sein. Da braucht man eine zuverlässige Waffe. Ich glaube, du bist okay. Hier, bitte. Jo, danke schön. Die hat 4500. Okay, das, ja, gut. Ich will mal nicht so sein. Mehr kann ich hier jetzt auch nicht verkaufen, ne? Gut, nächster Händler. Wo ist denn der? Das weißt du nicht von mir, aber die Ekliptik-Söldner arbeiten manchmal für die Fraktion. Freestyle Collective und UC. Hier werde ich wahrscheinlich nichts verkaufen. Warte mal, ist das auch ein Verkaufsladen? Das sieht so danach da aus. Oben, ja? All. Ja. Das muss so cool sein. Ja, ist es. Ja, musst du mal machen. Kann ich hier was verkaufen? Langweilt dich der Alltag? Enhance kann dich zu einem neuen Menschen machen. Ein neues Gesicht. Und hoffentlich bald noch neuer. Willkommen bei Enhance. Wie dein Traum auch aussieht, ich kann ihn verwirklichen. Also, nimm dir einen Stuhl und wir verwandeln dich. Ach so, das ist, okay, das ist der Chiropraktiker, der mir ein neues Gesicht verpasst. Müssen wir dann vielleicht woanders hingehen? Was ist das? Power Heritage Museum? Nee. Ich brauche noch mehr Händler. Das sieht nach einem Händler aus. Mein Mann, ich glaube, das hier hätte ihm gefallen. Wenn du etwas kaufen willst, sag Bescheid. Oder wenn du etwas Seltenes verkaufst. Zum Kaufen? Ja. Kann ich hier nur Notizen verkaufen, oder wie? Nee, hier möchte ich nichts verkaufen dann. Schade. Wo ist denn hier irgendwie die Trade Authority? Das wüsste ich gerne, wo die hier sind. Jo. Da haben wir sie, da hinten. Damit es gleich klar ist, wenn du keine Credits hast. Die Handelsaussicht, da haben wir sie. Endlich. Hier kann ich den ganzen Rest verkaufen.
Stefan, die Handelsaufsicht. Willkommen zur Handelsaufsicht von Aquila City. Alles klar. Jo, okay, für den kann ich aber auch arbeiten, stand da gerade. So. Hier, dann kann ich den ganzen Krams hier auch endlich mal loswerden. Oder auch doch nicht alles. So. 7 hat er noch. Also Carbonsäure. Machen wir so. Ja, aber wo sind die restlichen Händler jetzt ernsthaft? Ich würde gerne wissen, ist das nicht noch ein Händler? Nope. Kein Händler. Shooting Range. Ach, wie geil. Hier kann man ballern. Müssen wir Raisha was zahlen? Nein, wenn du hinter dir sauber machst, genügt ihr das. Das ist echt nett von ihr. Mrs. Lance ist Aquila durch und durch. Nette Treffergruppe eben. Ja, das wissen wir. So, aber ich würde jetzt wirklich gerne irgendwo noch mehr verkaufen wollen. Schade, das Ding bewegt sich nicht. Da hinten auch nicht. Die haben da schon ein Fußballfeld. Aber spielen kein Fußball. Ich bin zwar auch kein Fan von Fußball, aber das hätte ich wenigstens gerne gesehen gehabt. Hier, da ist noch ein Fußball. Stell bloß nichts an, klar? Ja. So, trotzdem, ich will jetzt irgendwie noch mehr Händler finden. Ich muss da ganzes Scheiß mal loswerden, verkauft bekommen. Wo gibt's noch Händler? Autsch. Gehen wir mal raus aus der Stadt. Und suchen uns dann vielleicht die nächste. Ja, so geht's auch. Die nächste interstellare Siedlung suchen wir uns mal. Die haben hier einfach mal eine Brücke gebaut, okay. Ich wünschte, ich könnte denen da den Schiffswartungstechniker einfach mal alles verkaufen. Der hat immer am meisten Geld.
Aber der nimmt ja nur Schiffe an. Wir können los. Anschnallen bitte. Sind im stabilen Orbit. Okay, nein, das wollte nicht. Genau, ich wollte hier. Wo könnte noch eine Siedlung sein? Bindi? Bindi Mining Outpost. Ah, Bindi, das ist doch das, was Dingens hier gesagt hatte. Hier, hier, nicht heller, da, Lin. Oder? Hier, Wagner Farm. Teilweise erkundet, 63%. Kriegs, da haben wir ja... Zählt immer noch als Crimson Fleet, okay. Ja, egal, dann gehen wir mal hier rüber. Wir haben ja eh jetzt erstmal ein bisschen Platz. Vergessener Mac-Friedhof und Lopez Farm. Wir könnten ewig hier bleiben. Naja, eine Wahl. Sonder? Beruf bestätigt. Kritischer Systemschaden. Beruf bestätigt. Kritischer Systemschaden. Okay. Ich versuche nochmal. Beruf bestätigt. Kritischer Systemschaden. Ich würde sagen, wir docken da mal an. Wir docken da jetzt wirklich mal an und schauen mal, was da drinnen los ist. Andocken abgeschlossen. Also wir und Sarah. Zum Abflug, Captain. Vasco? Okay. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Erstmal gar nicht. Wurde dieser Ort evakuiert? Oder ist etwas schrecklich schiefgegangen? Ich glaube, hier ist etwas schrecklich schiefgegangen. So wie das aussieht. Labor-Kleidung, okay, nehmen wir mal mit. Hier auch wieder. Arbeiter. Ne, ich frage mich, was hier jetzt passiert ist.
Okay, die Crimson Fleet. Immerhin hilft Vasco mit. Gibt's hier noch was? Yo, nice. Wie, kann ich hier wieder essen? Miso-Suppe, nice. Okay, das hat hier also definitiv mit den Piraten zu tun. Nehmen wir, was wir kriegen können. Ein Kampf dieser Stäbe werden heruntergefahren. So, okay, wo sind sie alle? Na, das machen wir gleich. Ach, die sind alle hier unten. Vasco? Du bist tot. Mir klingeln die Ohren. Ich kann. Gerade vielleicht sehen. Du kannst nichts. So, auch der ist weg. Oh. Sind noch irgendwo Tausende von denen. Wo ist Vasco? Achso, Vasco geht wieder zurück. Okay. Immerhin. Nicht, dass der hier auch noch drauf geht oder so. Da oben ist noch jemand. Komm. Alle tot? Nicht ganz alle tot. Aber hier erstmal alle auf einen Haufen. Safe. Warte mal, wenn der hier ist, wird der doch Sinn machen, oder? Tatsächlich, ja. Nice. So, gibt's hier noch irgendwas? Persönliches Slate. Die Boss geraten außer Kontrolle. Wir brauchten jede Hilfe, die wir kriegen konnten. Also war ich anfangs froh darüber, aber jetzt bedauere ich es, sie hier unten eingesetzt zu haben. Klar, sie sind schnell, aber wenn man nicht aufpasst, wird es gefährlich.
Lex stand an einem Stapel mit Kisten gelehnt, als eines dieser Dinger ihm einfach eine Palette auf die Hand fallen ließ. Ob seine Hand da gar nichts zu suchen hatte, ist nicht wichtig. Dem Ding war einfach nicht bewusst, dass es jemanden verletzen würde. Ich glaube, ich werde den Leuten von oben sagen, dass die Maschinen verschwinden müssen, wenn sie es nicht schaffen, ihre Macken zu beseitigen. Okay, hier auch nochmal knacken. Das würde hier funktionieren. Dann hätten wir aber... Der passt hier nirgendwo rein. Der könnte hier reinpassen, so. Und der könnte so dann reinpassen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Dann würde ich den hier hinsetzen und den da hinsetzen. So, 15 Schlösser haben wir schon mal geknackt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt eigentlich mache, warum ich hier bin. Könnte hier rein und der hier rein. So, dann könnte der hier hin und der hier hin. Hier ist ein neuer Vasco. Noch eine Slate. Ich möchte jetzt aber auch nicht alle lesen. Warum sind hier so viele Sachen zum Knacken? So, wenn ich den hier hinsetze. Okay, das könnte ein bisschen schwierig werden. So, warte mal. Der hier könnte da unten ja hinpassen. Wo dann... Der hier... Ja, der könnte bei dem unteren dann passen. So, dann muss ich mit den anderen arbeiten. Wie den hier zum Beispiel. So, mal gucken. Ah, hier. Und hier. Dann der hier und der hier. Okay, nice. Hat doch noch so geklappt. Gestohlene Kunst. Nehmen wir mal mit. Schmuggelware. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Okay, den könnten wir so machen. Ich mach den mal, dann
bräuchten wir noch den und den hier hin. Der passt hier rein. Und dann den einzelnen brauchen wir noch. Okay. Oder wir könnten den für hier nutzen. Und den einzelnen für hier. Weil hier haben wir nur... So. Ich habe ein Problem. Okay, warte. Den nehmen wir für da unten. Und den dann für hier. Der passt nirgendwo rein. Dann den für den hier. Ne, für den. Könnte man das für hier nehmen? Und das für hier? Dann könnte man den doch tatsächlich für hier nehmen. So. Und das hier. Dann passt der hier rein. Und der hier. Okay, haben wir hingekriegt. Entnommene Organe. 5 Stück und Mech-Komponenten. Alter. Wir haben einfach mal so viel Schmuggelware entdeckt. Wenn du überladen bist, solltest du anhalten und ausmisten. Ich merke schon, wir sind jedes Mal richtig überladen. Ach, wir sind hier wieder bei Vasco. Ach, hier sind wir gelandet. Okay, okay, dann war es das wohl. Ich glaube, dann sind wir hier durch. Hallo, Captain. Hallo. So, Cockpit einsteigen direkt. Alle Anzeigen auf grün. Wir sind frei. Ja, wir wollen dahin direkt. Hier zum vergessenen Mech-Friedhof. Klingt schon sehr, sehr verlockend, muss ich sagen. Achtung, Bodenkontakt. Ich mache mir da schon Gedanken, wo wir hier gelandet sind. Also, was uns hier genau erwarten wird, wenn es... Hi. Apropos, wir müssen auch eben einmal ganz kurz... Wir müssen ganz kurz alles einlagern, was wir eingesammelt haben. Zumindest das, was möglich ist. Falls du irgendwo eine kurze Geschichte der Zeit findest, egal welche Ausgabe, bin ich die... Ja, alles klar. Kriegen wir ihn für dich. So, das kann weg, das kann weg. Die können weg.
So, Anzüge. So, das kann weg. So, Artefakt Tau packe ich auch mal hier. Ah, okay. Quest-Items muss ich selber so auf Tasche haben. Star-Puzzle-Paket. Ah ja, stimmt. Star-Puzzle müssen wir auch noch machen. Ewig dankbar. Ja, kriegen wir hin. Captain. Jo, Grüße zurück. So, extreme Umgebungskälte. Okay, hier gibt es wenigstens Ressourcen. Zum Glück keine Fauna, aggressive Fauna. Obwohl da... Hat mich jemand im Visier? Spacer Rowdy. Gefunden! Tja, das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Nope. Was haben wir hier? Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Das deutet dahin, okay. Also ist hier irgendwo der Weg. Also der richtige Weg. Also zumindest sagt das Navi, wir sollen hier hin. Wer kommt denn da jetzt? Das ist ein dickes Schiff. Okay, das gehört den Spacern. Ich will's haben. Ja, kommt nach, schneller nach. Ich will das Schiff haben. Das Schiff habe ich. Unzugänglich? Warum ist das unzugänglich? Also ich will das schon haben. Nein! Toll! Okay, den kriegen wir nicht mehr. So, dann würde ich aber ab hier in der nächsten Folge weitermachen wollen. Und dann da rein und das nächste Stück vom Artefakt nehmen. Und euch dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart.
Ich bin's, euer Max Deus und ciao.